So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir einige Aufgaben in Wegesruhe abgeschlossen, haben einige Schulden. Das sieht halt schon extrem cool aus. Einige Schulden eingetrieben, haben dort auch alte Gesichter nicht kennengelernt, beziehungsweise wiedergesehen. Und sind jetzt auf dem Weg zum Großkönig Emmerich und ich hoffe mal, er wird uns jetzt keinen Kopf kürzer machen, wenn wir ihm sagen, dass die Traubenscherbe gestohlen worden ist. Handeln! Und dass der Mitternachtsbund sich mit einem bösen Detra verschworen hat, um gegen die restliche Welt zu kämpfen. Obwohl er keine Chance hat, weil ich bin ja gerade unterwegs in dieser Gegend und werde natürlich alles daran setzen, dass Vermina ihre bösen Griffel... Rot-Vardonisch ist mir vollkommen wurscht. Ihre bösen Griffe bei sich behält und nicht Tamriel damit belästigt. Und da haben wir schon den Großkönig Emmerich. Ah, ihr kommt aus der Abtei der Ausgestoßenen, oder? Ja. Haltet euch nicht mit schlechten Nachrichten zurück. Ich erwarte bereits das Schlimmste. Auch. Mal gucken, ob ich eure Erwartungen übertreffen kann. Die Traumschärpe wurde vom Mitternachtsbund gestohlen. Wirklich? Ich habe Gerüchte über Chaos in der Abtei gehört, aber ich hatte gehofft, sie könnten nicht wahr sein. Oh doch. Der Mitternachtsbund war bisher wirklich nie ein Problem. Zugegeben, manchmal versuchen sie sich an ein bisschen Schmuggel und Glücksspiel, aber sowas, das ergibt einfach keinen Sinn. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Gut, wir müssen direkt an die Quelle. Der Mitternachtsbund tut nichts ohne die Zustimmung des Grafen Hosni Ad-Tura. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dahinter steckt, aber man kann sich nie sicher sein. Hosni hat ein ummauertes Anwesen an der Küste westlich von hier. Wie komme ich hinein? Es ist merkwürdig genug, dass der Mann offenbar genau diese Zeit gewählt hat, um seine Verlobung zu feiern. Und wie der Zufall es so will, habe ich eine Einladung, die ich nicht verwenden werde. Was für ein Zufall. Geht an meiner Stelle und sprecht mit Hosni. Findet heraus, was er über die Traumscherbe weiß. Okay, mache ich. Das ist total lustig. Der kennt mich nicht mal. Nicht mal. Ich hätte dem jetzt sonst was erzählen können. Der hätte mir die Einladung in die Hand gedrückt und gesagt, hier, mach mal. Der hat mich nicht nach dem Namen gefragt, nicht nach meiner Intention, die ich hier habe. Es kann natürlich sein, ich möchte auf seinen Thron. Und mir ist mir wieder hin. Genau, dass ich auf seinen Thron möchte. Steht hier gerade mitten in einer Sache. Ja, ihr pflanzt gerade irgendwelche Samen ein. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin auch gerade in einer sehr wichtigen Sache drin und beschwere mich trotzdem nicht. Oder informiere vorbeigehenden Leute, dass ich gerade wirklich beschäftigt bin. Ich bin übrigens gerade sehr beschäftigt, also bitte aus dem Weg. Dankeschön. Ich versuche nämlich gerade die Welt zu retten. Ja, ne. Na, geht mal bitte aus dem Weg. Versuche gerade die Welt zu retten. Danke, tschüss. Ah, das ist ein bisschen wie nervig, ne? Das merkt ihr selber. Naja. Er hätte uns auf jeden Fall zum Anwesen begeben, werden hoffentlich sind die. Nein, sie sind natürlich nicht friedlich gestimmt, nachdem ich ihre Eier wiedergebracht habe. Und werden dann hoffentlich in die Feier mit reingehen dürfen. Und werden dann mal gucken, ob nicht doch dieser Hosni Ad-Tura irgendwas im Schilde führt, wodurch der Mitternachtsbund sich mit einem dätrischen Fürstin zusammenschließt. Meine Güte, warum musste das hier immer alles so weit weg sein? Hat man nicht hier irgendwie einen Wegschrein? Na gut, da hätte ich einen Wegschrein gehabt. Okay, also ich habe mich gerade nicht beschwert, weil das gerade meine eigene Dummheit gewesen ist, weil ich hätte einfach den Wegschrein nehmen können. Erklärt noch einmal, warum Weglaufen der beste Einfall war. Spielt das eine Rolle? Wenn wir kein einfaches Feuer entfachen können, dann können wir auch umkehren. Na, kehrt um. Vor allem, warum braucht ihr ein Feuer? Das ist doch noch hell und warm und sonnig. Bitteschön. Ihr habt meinen Dank. Ja, das klingt aber nicht gerade dankbar, sondern wie so, oh, jetzt muss ich mich aber bei der Alten bedanken. Ja. Ja, gute Tat vollbracht. Sehr schön. Jetzt freuen wir uns alle mal für 2 Sekunden und dann geht der Ernst des Lebens wieder los. Murtagssoldat. Das heißt, das hätten ihr alles für Leute. Kann man von bei euch klauen irgendwas? Nee. Ach Mensch. So, da wollen wir uns jetzt mal hier reinschleichen. Graf Hosni ist anwesend, aber niemand darf ohne eine Einladung zum Fest. Ich habe eine Einladung. Zeigt einmal her. Ah, das ist eine Einladung auf der Platinstufe.
Der Graf sagt, ihr könnt kommen und gehen, wie es euch beliebt. Natürlich. Das ist mehr Spielraum, als er seinen Gästen dieser Tage üblicherweise einräumt. Wo kann ich Graf Hosni finden? Er ist mit seiner Verlobten, Fürstin Adima, im Herrenhaus. Die heutigen Feierlichkeiten haben schon 4 Todesopfer gefordert. Was? Ihr solltet euch lieber sputen. Achso, ist es wohl Tradition bei Rotwardon, dass immer irgendwelche Tote bei irgendwelchen Verlobungsfeiern gibt? Göttliche, rettet mich. Was denn? Warum denn? Wieso? Oder schmachten die gerade diesen Typen dort hinten an? Hallo, Bündniswache. Destan der Barde. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr todtrübe Stimmung hier. Ja, Entschuldigung, wenn ich einfach nur hier gerade atme und euren Sauerstoff wegnehme. Kurz mal was um. Bossard, kennen wir nicht. Es sieht aber auch irgendwie alle gleich aus. Sie haben alle diese gleichen. Ich fühle mich nicht so gut. Ja, es sieht auch nicht so gut aus. Und das liegt jetzt nicht an eurem Zustand, sondern generell. Naja. So, wen haben wir da? Haben wir den Graf Hosni. Genau. Und jeder Dulli kann hier einfach rein spazieren. Nun, ein unbekanntes Gesicht. Ich bin sicher, dass ich euch nicht eingeladen habe. Was ist euer Begehr? Graf Hosni, wir kennen uns noch nicht, aber wie ich gehört habe, braucht ihr genau jemanden wie mich an eurer Seite. Ist das so? Ja. Wir werden sehen. Ich sage euch was. Ich habe da eine Aufgabe zu erledigen, aber es könnte unschön werden. Kümmert euch für mich darum und ihr kommt rein. Wollen wir mal sehen. Ich schätze, ihr wollt in der Sache des Mitternachtsbundes mitmischen. Ich dagegen muss mich um eine Familiensituation kümmern, die geklärt werden muss. Das könnte hässlich werden. Aber ich muss sagen, die Verlobte sieht nicht ganz so glücklich aus. Dann muss sie nicht eigentlich total freudig gucken und ihr einen halben Herzinfarkt bekommen, weil sie den Graf Hosni Adura heiraten darf. Wie tief kann man denn die Mundwinkel nach unten ziehen? Frage ich mich, was der hier an der findet. Aber ja, okay. Was soll ich tun? Ich möchte, dass ihr mir den Siegelring meiner Familie holt. Mein Vater weigert sich, ihn mir zu geben. Aus Protest, weil ich mich mit Adima eingelassen habe. Das hätte mein Verlobungsgeschenk sein sollen. Der Ring und alles, was mit ihm einhergeht. Holt ihn für mich und ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wo ist euer Vater? Ich habe ihn zur Sicherheit im Gästehaus auf der anderen Seite des Hofes untergebracht. Ich würde ihn ja auf unserer Feierlichkeit willkommen heißen, doch er verachtet uns. Selbst ein guter Sohn kann nicht alles klaglos erdulden. Ich werde ihn nach dem Ring fragen. Sorgt dafür, dass ihr erfolgreich seid. Meine Liebste mag Misserfolge nicht und will, dass ich sie bestrafe. Streng. Soll das jetzt eine Drohung sein? Das ist eine ungewöhnliche Verlobungsfeier. Meine Verlobte ist eine ungewöhnliche Frau. Sie fordert mich und treibt mich dazu an, mich ständig selbst zu übertreffen. Sie führt mich und gibt mir Kraft. Und ich habe festgestellt, dass ich, wie sie, Geschmack am Blutvergießen gefunden habe. Es gibt nichts, was ich nicht für sie tun würde. Ich kenne euch. Ihr seid diese Wichtigtuerin von der Abtei der Ausgestoßenen. Mir ist das einerlei, solange ihr uns nur mehr Unterhaltung bietet als die anderen Gäste. Offen gesagt sind sie feige und schwach. Mensch, die kann ja mal ihre Mundwinkel mal auf eine normale. Oh, wie guckt die denn jetzt? Oh, das macht mich ein kleines bisschen das aggressiv hier, ne? Da würde ich am liebsten hier mal das Gesicht und die Mundwinkel nach oben ziehen, damit die ein bisschen freundlicher guckt. Ich dachte, ich wurde eingeladen, um eure Verlobung zu feiern. Und das werden wir auch. Auf unsere besondere Art. Doch erst hat Graf Hosni noch einige Aufgaben für euch, glaube ich. Oh, und diese Stimme schon allein macht einen schon aggressiv. Und wo man denkt, oh, die wisse am liebsten nur einmal an den Füßen packen und einmal quer durch ganz Sturmhafen schleifen. Naja. So, dann wollen wir mal gucken, ob man denn hier noch irgendwas mitnehmen kann. So, was haben wir denn hier? So. Das braucht er ja alles jetzt hier nicht mehr. Ah, gut, Schermetall benötige ich es eher weniger. Ich glaube, davon haben wir genug und irgendwas stimmt mit diesen Vasen jetzt nicht. Oh,
Oh, nein, nee, nicht. Das ist jetzt Gelegenheit. Ich möchte gerne das Maria-Buch nehmen. So, haben wir hier eine Wache. Ah, das sehe ich doch schon, einen Anker. In der weiten Ferne. Aber ich glaube, den haben wir gemacht, oder? Haben wir den Anker? Ja. Den haben wir schon erledigt. So, Hallöchen, ich bräuchte mal den Verlobungsring. Mein Sohn, ich reibe euch diese Zeilen für den Fall, dass das Schlimmste eintritt, bevor ihr wieder zu Sinn kommt. Dann könnte dies für mich die einzige Möglichkeit sein, zu euch zu sprechen. Diese Frau Adima ist eine Giftschlange, die eure Gedanken verderbt und euer Herz schwarz gemacht hat. Wenn ich im Blutgier in ihren Augen sehe, bezweifle ich sogar, dass sie überhaupt eine Frau ist. Ihr seid stark, mein Sohn, und weise im Wesen der Welt, denn wir haben euch alles gelehrt, was wir wissen. Es muss Hexerei im Spiel sein, wenn jemand wie ihr eine solche Kreatur verfällt, denn kein normaler Mensch könnte euch so sehr vom Weg der klaren Gedanken und Taten abbringen. Lasst diese Zeilen das Fenster eures Geistes öffnen, auf das ein reiner Wind in euer Herz fährt. Erwacht, Hosni, aus euren blutigen Träumen. Schwört diese Adima ab und sucht Buße in jedweder Aufgabe, die Schwester Safir euch erteilen wird. Von ihr erfahrt ihr, was richtig ist, und ihr solltet zuhören, so schwer dies auch sein mag. Eure Mutter, die euch immer lieben wird, Sirali. Das klingt ja extrem. Hat mein Sohn euch geschickt? Oder seid ihr einer von diesen ahnungslosen Gästen, die zum Untergang verdammt sind? Er hat mich wegen des Siegelrings geschickt. Wirklich? Hat er euch auch gesagt, warum er ihn möchte? Das Siegel beweist den Besitz über unser Anwesen. Sobald ihr den Ring habt, können meine Frau und ich beseitigt werden. Also, womit hat er euch gekauft? Hosni hat ein Relikt gestohlen, das man die Traumscherbe nennt. Ich habe vor, es von ihm zurückzuholen. Dann ist diese Geschichte also wahr. Tja... Ich hoffe, ihr habt Erfolg. Allerdings nur, wenn es uns nicht das Leben kostet. Hosni hat mich bisher verschont, weil ich den Ring versteckt habe. Wenn er mich tötet, wird er ihn nie finden. Doch ich fürchte, dass sein nächster Schritt sein wird, meine Frau Sirali zu bedrohen. Eure Frau bedrohen? Könnt ihr sie nicht beschützen? Hosni hat uns getrennt. Er hat Sirali ins Sommerhaus über dem Strand gebracht. Geht dorthin und seht nach, ob sie sicher ist. Und erzählt ihr von der Traumscherbe. Sie und Hosni standen sich recht nahe. Wenn jemand weiß, wo er sein Relikt aufbewahrt, dann sicher Sirali. Wo genau ist das Sommerhaus? Wendet euch vor meiner Tür nach rechts und geht durch das Westtor. Dann folgt ihr einfach dem Weg an der Klippe entlang zum Sommerhaus. Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Ihr werdet auf euren Instinkt vertrauen müssen. Ich denke, ihr kennt den Unterschied zwischen einem ehrlichen Mann und einem, der verrückt geworden ist. Ihr wollt die Traumscherbe. Ich will wissen, dass meine Frau sicher ist. Lasst uns einander helfen. Nun gut, nur weil ihr es seid. So. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, das Sommerhaus ist irgendwo hier weiter oben. Aber ich kann mal kurz hier unten reingehen, weil ich glaube, hier unten war ich noch nie in meinem gesamten TSO-Leben. Hier hoch die Sternwarte. Was ganz Romantisches. Ah, und ein Toter. Ganz romantisch. Hier fühle ich mich komplett sicher. Da weiß ich schon ganz genau, worauf ich mich eingelassen habe. Söldnerin. Nun gut, dann werden wir uns jetzt mal zum Sommerhaus begeben und hoffen, dass die Mutter noch lebt. Hier kann ich also gleich. Ich bin dann immer einen übelsten Umweg gerannt und musste mich da übelst durchkämpfen. Das ist natürlich auch mal schön zu wissen, dass es sowas gibt. Gut, die lebt noch. Sehr schön, aber es sieht alles ein bisschen runtergekommen aus. Bleibt bloß da draußen, ihr überirdisches Pack. Erinnert ihr euch, was letztes Mal passiert ist, als ihr euch hier reinschleichen wolltet? Ich bin vielleicht alt, aber mein Stilett ist immer noch scharf. Rihard hat mich geschickt, euch zu helfen. Den Acht sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, seit Hosni uns getrennt hat. Und jetzt drohen mir auch noch diese überirdischen Träumer dort draußen. Obwohl es gut sein könnte, dass Hosni sie nur geschickt hat, um mich einzuschüchtern. Glaubt ihr, Hosni hat eine Verbindung zu den überirdischen Träumern? Ja, und ich denke, dass diese sogenannte Fürstin Adima schuld daran ist. Ich bin sicher, dass sie der Grund ist, warum er mich und Rihard bedroht.
Und ich wette, dass sie ihn angestiftet hat, noch Schlimmeres zu tun. Mhm. Es gibt Hinweise, dass sie die Traumscherbe aus Abtei der Abgestoßenen gestohlen haben. Er war das? Dann hat er damit Hochfeld sein wichtigstes Mittel zur Verteidigung gegen Verminas Kultisten geraubt. Oh, Adima steckt ganz sicher dahinter. Wenn wir es doch nur beweisen könnten. Was würde das helfen? Wenn Hosni die Traumscherbe gestohlen hat, dann tat er das für Adima. Und falls dem so ist, wird er sie euch niemals geben. Und ihr seid doch hier, um die Traumscherbe zu holen, nicht wahr? Wenn ihr mir helft, den Namen Hosnis reinzuwaschen, werde ich euch helfen, sie zu bekommen. Mhm. Ich brauche Beweise, dass Adima Hosni kontrolliert. Beweise, die belegen, dass ihr dädrischer Einfluss die überirdischen Träumer hierher geführt hat. Ich habe einen Plan. Nach was für Beweisen soll ich suchen? Sie muss auf irgendeine Weise mit den Überirdischen in Kontakt stehen. Wenn ihr zum Beispiel Briefe des Kults an Adima finden könntet, könnte ich diese benutzen, um Hosnis Namen reinzuwaschen, sobald das hier alles vorbei ist. Ich würde vorschlagen, dass ihr ihr Lager am Strand durchsucht. Ach, nicht Lager am Strand. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Folgt dem Pfad hinunter zu ihrem Lager am Dock. Die überirdischen Träumer sind mit dem Boot angekommen. Sucht dort zuerst. Was wisst ihr über Fürstin Adima? Ich kann größtenteils nur raten, aber mein Raten entbehrt nicht jeglicher Grundlage. Ich hatte eine Tante, die sich einmal kurzzeitig den überirdischen Träumern angeschlossen hatte, also kenne ich ihre ganzen Floskeln. Als Adima auftauchte, hat ihr Gerede über die Erfüllung des eigenen Traums sie für mich sofort verdächtig gemacht. Wie konnte sie Hosnis Zuneigung für sich gewinnen? Durch Alchemie. Sie gab ihm Tränke, die ihn in einen tiefen Schlaf versetzten. Dann suchte sie ihn in seinen Träumen auf und verführte ihn. Mhm. Das Schlimmste daran ist, dass er mit einer guten Frau verlobt war. Schwester Saphia, einer Geisthüterin. Adima sorgte dafür, dass Hosni sie fallen ließ. Das arme Mädchen. Und der Herzschmerz erst. Das ist ja bedauerlich. Folgt dem Pfad hinunter zu ihrem Lager am Dock. Die überirdischen Träumer sind mit dem Boot angekommen. Achso. Ja gut, das habt ihr ja schon mal gesagt. Alles klar, da werden wir uns jetzt immer, ja, yay, zum Strand begeben. Und dort hoffentlich irgendwelche Beweise finden, dass Hosni manipuliert wurde. Aber wir haben ja gesehen, was mit dem einen aus Kürkling passiert. Da wurde ja auch manipuliert, aber irgendwie hat das niemanden so richtig interessiert. Und sehr schön, dass er schon jemand gewesen ist, der die ganzen Krieg auch schon wieder gemetzelt hat. Oh nein. Wenn das schon so... Oh nein. Ich glaube, jetzt hängt sich das gleich auf. Oder? Doch nicht. Aber es ist schön, dass ich jetzt nicht mehr so schnell rennen kann. Oder doch jetzt? Jetzt. Ja. Es dauert alles mal. Ein paar Sekündchen bei TSO manchmal. Aber das ging ja relativ schnell. Ich hoffe mal, dass die jetzt in der Zwischenzeit die Frau jetzt nicht zu sich geholt haben. Dann können wir kurz hier hochgehen. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Gut, hätte es sein können, dass es hier noch eine Truhe gibt oder irgendein Magierbuch. Was? Hä? Genau das ist, was ich meinte mit Bugs. Es macht immer wieder Spaß, TSO zu spielen, wenn es wieder irgendein Update hatte. Das macht immer wieder Freude. Immerhin seid ihr noch am Leben. Konntet ihr Beweise finden, die dabei helfen, Hosni zu entlasten? Ich habe diese Briefe gefunden. Maras Herz, das ist genau das, was wir brauchen. Mit so etwas in unseren Händen können mein Mann und ich von hier fort und uns Hilfe suchen. Ich muss euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Und um welchen? So, jetzt. Wir müssen auf die Götter vertrauen. Das tue ich zumindest. Ich habe in den vergangenen dunklen Tagen den Göttlichen viele Opfer dargebracht. Was habt ihr herausgefunden? Hallo?
Ich habe über die Traumscherbe und über das, was ich über den Vermina-Kult weiß, nachgedacht. Hosni schläft dieser Tage sehr viel. Ich glaube, dass Adima das Relikt benutzt, um Hosni durch seine Träume zu kontrollieren. Wisst ihr, wie man ihn befreien kann? Adima gibt meinem Sohn Tränke. Wenn ihr herausfinden könnt, welcher davon ihn in seinen Traumschlaf versetzt und dann selbst etwas davon einnehmt, glaube ich, dass ihr in seine Träume eintauchen könnt, so wie sie es tut. Sprecht mit Destane, Hosnis Baden. Er kennt alle Geheimnisse Hosnis. In Ordnung, ich werde herausfinden, was der Bade weiß. Es muss einen Weg geben, um zu Hosni durchzudringen. Wo kann ich den Baden Destane finden? Er spielt oft im Hofgarten. Destane ist eine Made, aber er ist ein enger Vertrauter Hosnis. Er ist schlau und er ist kein Feigling, also seid auf der Hut. Ich bin auch kein Feigling. Sehe ich einfach wie ein Feigling aus, oder was? Oh, jetzt regnet es sogar noch. Yay! So, jetzt rennen wir wieder hier hoch. Okay, hier bin ich nicht weiter hoch. Jemand hat mir erzählt, dass die Bibliothek der Dämmerung eine Falle für schlaue Leute ist. Ich schätze mal, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Der Witz ist immer noch nicht lustig. Immer noch nicht. Außerdem bin ich viel schlauer als ihr. Wenn ihr wisst, welche Rätsel ich bereits gelöst habe, daran würdet ihr scheitern. Da würde euer kleines Gehirn schon innerhalb von der ersten Millisekunde explodieren. Hallo, rede bitte mit mir. Wenn ihr wollt, dass ich etwas für euch spiele, müsst ihr warten, bis ihr dran seid. Nein, ihr spielt jetzt für mich. Ich wette, ihr könnt mir etwas über die Schlaftränke von Graf Hosni erzählen. Was? Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Zieht ab! Ein Bade braucht einen Gönner. Wenn ich Graf Hosni vor Adima retten soll, muss ich wissen, was ihr wisst. Ich habe gesehen, wie Hosni an einem Schrein erst zu Vermina gebetet und dann einen Schlaftrunk genommen hat. Also schaut euch den Schrein an. Der Rest liegt an euch. Das reicht nicht. Ich kann mich kaum entscheiden, als ob ich eure Lautesas schlage oder euch die Finger brechen soll. Erzählt mir mehr. Ich glaube, ihr versucht mich einzuschüchtern. Hier habe ich ein Bardenrätsel für euch. Wenn das, was recht ist, falsch ist, ist dann das, was links ist, rechtens? Oh nein, nicht solche Rätsel. Und mehr werdet ihr von mir nicht hören. Ich bin kein Bade, das heißt, so ein Rätsel muss ich gar nicht können. Oder gar nicht wissen, wie das funktioniert. Nun? Nun? Nun geht mir bitte aus dem Weg. Dann haben wir die Adima. Das soll anscheinend... Nein, Hosni träumt. Aber wenn nicht ihr von euch. Wenn ihr hineingeht, dann stört ihn nicht. Das würde mich wütend machen. Ach, da wollt ihr mich aber nicht mal wütend erleben, weil dann wollt ihr nicht mal hier stehen. Huch. Ja, und ich würde mal sagen, ich beende mal an dieser wundervollen Stelle diese heutige Folge. Und in der nächsten Folge werden wir mal in das Anwesen hineingehen und werden mal Hosni aus seinen Albträumen herausholen, werden die wundervolle Fürstin an die mal Mythen machen und der dann eins auf den Deckel geben. Dann haben wir die Sache hier hoffentlich auch erledigt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und natürlich, dass die heutige Folge euch gefallen hat.